Das ist sie, die Balkonkraftanlage für Camper, Wohnmobilisten, Angler, Jäger und so weiter. Mit eigenem Speicher. Das Ganze kommt von Bluetti, ein Hersteller für große Speicherakkus und Solarmodule. Die haben auch erlauben, unterwegs aus Sonne Energie zu machen. Und ob das Ganze wirklich funktioniert, wir werden es sehen. Ich werde in Zukunft auf diesem Kanal öfter oder regelmäßig Solarsachen vorstellen, gucken, wie die laufen, wie die Ladezeit von solchen Akkus ist, wie viel Sonne man doch tatsächlich braucht, weil ich finde, gerade so einer wie ich, der will auch irgendwas tun oder irgendwas machen und man weiß aber nicht was. Es gibt so viele Angebote, Windkraftanlagen, Solaranlagen, Balkonanlagen, fest installierbare und ganz ehrlich, ich sehe da überhaupt nicht durch und wahrscheinlich geht es dir genauso. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns die Sonne entdecken. Ab geht's nach dem Intro und ich zeige euch mal, was ich hier gekauft habe. Schön, dass du eingeschaltet hast und zum aktuellen Standpunkt habe ich überhaupt gar keine Ahnung von Solar. Ich habe jetzt meine ersten Selbstexperimente durchgeführt und zwar mit einer Bluetti Power Station und einem 200 Watt Solarpanel. Das ist quasi eine Anlage, mit der man auch unterwegs ein Balkonkraftwerk hat und weil man es ja nirgendwo einspeisen kann, kann man es in dem Akku speichern. Und ich möchte mich auf diesem Kanal auch weiter mit diesem ganzen Thema befassen. Klar, mit so einem Gerät kann man kein Elektroauto aufladen, aber ich möchte auch in Zukunft halt Sachen haben, wo ich mein Auto mit aufladen kann, wo ich in einfachsten Schritten auch mal schnell Solar legen kann bzw. aufbauen kann. Was bringt so eine Anlage? Wie viel Energie kann ich da erwarten oder was kann ich mit dieser Energie machen? Darum geht es eigentlich. Deswegen würde ich mal sagen, starten wir erstmal mit der kleinsten oder was ist nicht ganz die kleinste Anlage, mit einer 200 Watt Solaranlage mit Speicher durch. Und der Speicher, ich habe zwei E-Autos mit jeweils 75 Kilowatt Batterien, das ist natürlich purer Luxus und wenn man da Sonne drin speichern kann, ist natürlich auch super. Die Autos stehen hier tagsüber auf dem Hof. Aber es gibt viele verschiedene Anlagen und ich möchte mich da erst langsam rantasten und habe mir jetzt erstmal für unterwegs etwas geholt, wo ich im Notfall Sachen betreiben kann, beziehungsweise auch wenn zu Hause der Strom ausfällt, Staubsaugen, Haare föhnen oder mir einen Kaffee kochen kann. Nur mal als Beispiel. Also es ist ja nicht nur ein Speicher, es ist auch eine Art Wechselrichter. Denn wir haben ja 230 Volt Steckdosen, zwei Stück dran, da können wir 1000 Watt mit abrufen. 1400 in der Spitze, das heißt zum Beispiel ein Staubsauger, wenn der anläuft, dann braucht man ein bisschen mehr Energie und nachher, wenn er läuft, braucht man weniger. Genauso bei der Flex und so weiter. Auf jeden Fall, diese Steckdosen sind normale Schuko-Steckdosen, wie man sie von zu Hause kennt. So, wir haben dann auch hier eine Anzeige, wie viel reinkommt, wie viel rausgeht und können hier quasi unseren Strom anschließen. Wir können über die Steckdose zu Hause laden, wir können auch über die Solarzelle und auch über 24 Volt, 12 Volt im Auto beispielsweise laden. Haben zweimal USB Typ C mit 100 Watt jeweils, hier dann die normalen USB-Anschlüsse, die alten Anschlüsse, sage ich mal. Dann haben wir hier zweimal Ausgänge 12 Volt, 10 Ampere und dann haben wir nochmal den großen Zigarettenanzünder-Anschluss und wir können das an- und ausschalten. Genauso hier können wir unsere 230 Volt Steckdose an- und ausschalten. Reine Sinuswelle, keine Angst, der Laptop geht euch dabei nicht hoch. Was auch ganz wichtig zu sagen ist, wie viel Akkukapazität haben wir? Das ist meiner Meinung nach, ja, es geht so. Man kann sich im Krisenfall damit helfen, aber für den täglichen Bedarf ist es nichts. Andersrum im Camper, beim Angeln, beim Jagen, da auf jeden Fall schon. Oder auf dem Boot, wenn man nichts fest Installiertes hat, dann ja. Wir haben 716 Wattstunden und ja, was kann man damit machen? Damit kann man ein Abendessen kochen oder 82 Stunden unter einer Lampe sitzen, 70 Tassen Kaffee sich zaubern, 80 Stunden Radio hören, eine Stunde Haare föhnen, 110 Scheiben Toast toasten, sechs Stunden damit Fernsehen gucken. Oder ich habe den großen Staubsauger hier, damit konnte ich eine halbe Stunde lang saugen und der ist wirklich ein Fresser, sage ich mal. Die Akkus, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, LiFePO4 Akkus sind da verbaut und die haben 2500 Ladezyklen, also auf jeden Fall über 10 Jahre habt ihr da was von, bevor ihr da eine merkliche Degradation von wahrscheinlich 10-20% erlebt. Wobei man sagen muss, dass man den Akku in der Regel zwischen 0 bis 80 meistens auflädt oder 10 bis 80 und das mit einer Geschwindigkeit mit dem Solarmodul im Hintergrund
bei voller Sonneneinstrahlung in 3 Stunden. Habt ihr natürlich Schatten, dann kann es auch mal 2 Tage dauern. Also auch im Schatten wird hier ein bisschen geladen, aber nicht so, als wenn wir jetzt volle Sonneneinstrahlung haben. Wir haben den Vorteil natürlich, wir können die Solarzelle immer umsetzen. Wir sind ja mobil unterwegs, können das so aufbauen, wie es gerade ist. Zusätzlich haben wir hier nochmal eine Beleuchtung, Licht, also auch richtig hell, wenn wir mal was arbeiten müssen und das dann quasi neben unser Auto oder sonst was stellen. Und obendrauf, auch richtig cool, können wir unser Handy auflegen. Hier haben wir eine kontaktlose Ladestation und das Ganze ist noch tragbar. Ich habe jetzt gerade nicht das Datenblatt zur Hand, aber ich würde sagen so ungefähr 12 Kilo. Also man kann es bequem tragen, ohne dass einem ja, der Arm abfällt, könnte man schon sagen. Ne? Mitgeliefert wird da so ein Netzteil. Das können wir dann ganz bequem anstecken. Aber warum Netzteil, wenn man auch das aus der Sonne umsonst haben kann? Und nochmal für den PKW Zigarettenanzünder und dann ab in die Box. Wir haben ein BMS, Battery Management System. Das heißt, da wird auch nichts kaputt gehen bei euch. Die Batterie organisiert sich selber. Es gibt kein Tiefenentladen und so weiter. Und auch bei der Stromabgabe ist es so, dass habt ihr ein Gerät mit zu viel Watt oder zu viel Power oder Anlaufstrom, dann schaltet dieses System automatisch aus. Was noch super interessant wird, ich bekomme noch ein größeres System, womit ich dann auch versuchen werde, einen Snackautomaten zu betreiben. Ich kann es mir gut vorstellen, wenn man sowas als Hängerlösung hat oder irgendwo, wo es gar keinen Strom gibt, dass man da diese Systeme hat mit dem Solar und sowas, das Ganze unterstützt und dann halt gegebenenfalls alle 2 bis 3 Tage einmal kurz das Powerpack hier austauscht und somit ja, gratis Strom hat, um seine Geräte zu betreiben. Also das ist doch traumhaft, oder? Ja, und für unterwegs, da wir unterwegs gerne sind, haben wir dann hier unser Solarpanel. 200 Watt hat das Ganze und das lässt sich dann ausklappen. Ich zeige das mal ganz kurz. Moment. So, also das klappen wir aus. Haben eine richtig große Solarfläche. Haben dann die Möglichkeit, hier hinter sind abklappbare Füße, wo wir dann unsere Solarzellen einfach irgendwo aufstellen können, vors Fahrzeug stellen können oder sonst irgendwo. Zeig mal ganz kurz das System, das ist genial gemacht. Ich hoffe, man kann das erkennen. Wir haben hier Knöpfe. Man kann dann die Neigung verstellen, sodass das Ganze dann beispielsweise steiler steht. Und man kann natürlich das Ganze auch flach auf den Boden legen und ja, das Ganze hier dann unten an seinem Klett einrasten lassen. Hier an der Seite befindet sich eine Tasche. Hier ist dann das Kabel drin, was wir brauchen natürlich, um das Ganze mit unserer Powerstation zu verbinden. Das stecken wir dann einfach nur ein und dann läuft es automatisch. Ist der Akku voll, da brennt dann nichts durch oder läuft nichts über. Also da haben wir dann weiterhin, natürlich der Akku versucht zu laden, wenn da wieder was rauskommt. Aber ansonsten regelt das BMS natürlich alles. So, das Ganze wird jetzt hier vorne eingesteckt. Wir haben natürlich absoluten Schatten, deswegen erhoffe ich mir hier nicht viel Energie, die geladen wird. Es sind gerade mal 12 Watt, die wir hier bekommen. Die Sonne ist allerdings auch schon untergegangen, beziehungsweise hinter den Bäumen verschwunden. Und das heißt, wir bekommen natürlich auch kaum noch Licht, aber immerhin bei Schwachlicht, beziehungsweise im Schatten, haben wir auch noch ein bisschen Strom. Allerdings kann sich auch jeder ausrechnen, wie lange das dauert, wenn wir im Schatten irgendwas aufladen. Knallt die Sonne voll raus im Schnitt. Ich hatte nie die vollen 200 Watt. Ich habe immer ein bisschen leichte Bedeckung noch zwischen gehabt, aber im Schnitt hatte ich so 120, 140 Watt, mit dem das Case hier geladen worden ist. Man hört auch noch, zwischendurch springt der Lüfter an, wenn die Sonne richtig drauf knallt. Und wir haben da bestimmt auch nochmal Ladeverluste, weil der Lüfter ja auch Energie braucht. Aber der ist natürlich dazu da, um die Akkus zu schonen, beziehungsweise dass sie nicht überhitzen. Ich würde sagen, um das mal zu zeigen, ja, damit man überhaupt sieht, wie kraftvoll das Ding ist, ich mache mal den Staubsauger hier ran. So, schalten wir das ganze Ding an. Das ist auch kein kleines Spielzeug, das ist ein Industriestaubsauger. Der zieht jetzt 645 Watt. So, wir können auch hier über unseren Taster hier ausschalten, schalten das Ganze wieder an. Den Anfangsstrom zeigt er leider nicht an. Der Staubsauger hat angeblich 620 Watt, liegt allerdings ein bisschen drüber. So, das Zusammenbauen ist auch super easy. Einfach alles wieder einklicken, auch hier wieder einklicken. Und dann können wir das Ganze mit unserem Griff, wenn wir es richtig gefaltet hätten, einfach tragen. Für unterwegs ist es okay, Festival und sonst irgendwas. Da werden die Dinger ja auch immer vermietet, zum Handyladen, Föhn und so weiter. Und kann die dann hinterher wieder abgeben oder wenn sie leer sind, wieder aufladen und gegen anderes auftauschen. Für sowas ist es definitiv cool. Oder für irgendwelche Gartenlauben, wo man nicht viel installieren will und ja, oder vielleicht auch mal den Ort mal schnell wechselt. Dafür ist es auf jeden Fall eine Top-Geschichte. Für den Heimgebrauch sehe ich das eher nicht.
Ich glaube, da braucht man ein bisschen mehr Dampf und man speist nichts ins Netz ein. Das kann auch ein Vorteil sein, weil man ja selber die Energie dort nutzt. Das Einzige natürlich, das Umwandeln bzw. das Speichern ist ja auch mit Ladeverlusten verbunden. Aber da kann ich nichts Genaues zu sagen. Ich weiß es bloß von meinen E-Autos, wenn ich hier irgendwas langsam lade, dann habe ich hohe Ladeverluste. Die Batterie übrigens ist mittlerweile voll geladen. Wir haben heute die Sonne ausgenutzt und können dann davon wieder umsonst eine Stunde die Haare föhnen. Was ich halt cool finde, ist, dass jemand, der überhaupt gar keine Ahnung davon hat, auch damit durchstarten kann. Und vor allen Dingen gerade für unterwegs, wenn man irgendwo ja Camping macht oder ein bisschen autark sein will in seiner Gartenlaube und da auch mal ein bisschen Radio hören will oder Fernsehen gucken möchte oder vielleicht auch eine Pumpe mal kurz laufen lassen möchte. Dafür ist es völlig in Ordnung. Ich habe das Gerät schon einige Zeit laufen und werde dann noch mal ein Video dazu machen, mit den einzelnen Verbrauchern da dran und Einsatzzwecke auf jeden Fall. Aber ansonsten bin ich soweit zufrieden. Man muss ganz klar sagen, der Preis gerade für eine tragbare Solaranlage ist nicht gerade günstig. Aber es gibt da auch keine Alternativen und man braucht keinen Elektriker. Man kann es Plug and Play, sage ich mal, zusammenstecken und hat ein eigenes Management-System mit drinne, was man sich sonst irgendwie zusammenbasteln muss aus mehreren Komponenten. Und das haben wir hier halt nicht. Klar, bei der Balkonanlage, ich habe es gesehen, man baut sie auf und steckt den Stecker einfach in die Steckdose. Das ist super easy. Ich freue mich auf jeden Fall in Zukunft noch mehr über Solar und Solarspeicher mit euch zu reden. Vielleicht auch mal Windkraftanlagen. Es gibt ja so viele Systeme und es gibt auch wirklich angeblich gute Solarzellen, die auch im Schatten wirklich noch was bringen. Und die alten Solarzellen, das ist wohl so, dass man wirklich die richtige Neigung haben musste und den richtigen Zeitpunkt des Tages, damit man da erfolgreich aus Sonne halt Strom macht. Und das ist wohl mit den neuen Systemen alles ein bisschen besser geworden. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen, wenn ihr den Kanal abonniert. Es wird dann halt auch noch was zum Thema E-Auto, Laden gehen und vielleicht eine autarke Anlage, dass ich mein Carport hier ausstatte mit Solarzellen und dann die Wallbox, die ich habe, halt damit nutze, beziehungsweise mit einem kleinen Zwischenspeicher, weil ich bin ja auch nicht jeden Tag zu Hause. Das würde so das Ziel sein. Aktuell bin ich da noch ziemlich am Anfang und ihr dürft mir gerne Kommentare reinschreiben. Auch Klugscheißer-Kommentare sind gern gesehen, solange diese inhaltlich korrekt sind, weil das hilft uns allen weiter, damit wir ein bisschen mehr durch diesen Solardschungel durchblicken und wissen, was es überhaupt gibt, was es bringt. Und ob es sich überhaupt lohnt. Danke fürs Einschalten. Ciao.